Oktober des Jahres 2017. Wir sind bei der zweiten Luxor Fantastic hier in Bensheim. Ich habe mir einen ersten Eindruck gegönnt und bin mal im Kreis gelaufen. Es sind ganz viele Künstler, die wir bereits kennen, die wir uns natürlich heute alle nochmal genauer angucken werden und mit denen nochmal ein Pläuschchen halten. Und beginnen wollen wir heute mit jemandem bei unserer Interview-Polonaise, der Spiele programmiert. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ja, Sebastian de Andrade, hallo. Hi Sebastian, ich habe gesehen, hier stehen zwei Laptops und da funkelt es und blitzt die ganze Zeit und sitzen Leute davor, die mit irgendwelchen Controllern was zocken. Was ist das denn? Das sind unsere Spiele. Das eine ist 1917, The Alien Invasion, und das andere ist Sturmfront im Mutantor, was auch die aktuelle Produktion ist. Und das sind von dir programmierte Spiele, ja? Richtig, Programmierung und Design sind von mir, Musik von meinem Vater und noch von einem externen Heavy-Metal-Musiker. Heavy-Metal, das klingt, als wäre es thematisch jetzt nicht unbedingt was mit Einhörnern. Nee. Es geht ja ordentlich zur Sache. Also es sind Actionspiele, klassische Shooting-Games, orientieren sich an 90er-Jahre-Arcade-Shootern, auch von der Optik her, und sind auch recht anspruchsvoll, also vom Schwierigkeitsgrad. Vielleicht kannst du uns die mal kurz anreißen, worum es thematisch geht und was für eine Art von Spiel das überhaupt ist. Ja, also 1917, The Alien Invasion, ist das erste Werk. Es spielt im Ersten Weltkrieg, während Außerirdische die Welt angreifen und die Welt muss sich eben gegen die externe Bedrohung vereinigen. Und der Spieler übernimmt die Rolle von einer deutschen Waffenforscherin. Und was sie eben schaffen, ist ein Raumschiff, ein Alien-Raumschiff abzufeuern. Und sie packen eben die Alien-Technologie auf den Roten Baron drauf und können dann den Kampf dagegen annehmen. Das Spiel endet mit einem Sieg, falls der Spieler es natürlich durchspielt. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Spiel, Sturmfront im Mutantor. Eine Quasi-Fortsetzung, die 1984 spielt. Und es hat eben das Thema, dass der Alien-Virus auf der Erde geblieben ist und daraus Mutationen entstanden sind, die dann für einen Krieg eingesetzt werden sollten. Was für eine Art von Spiel ist das? Klingt jetzt nicht nach einem Jump'n'Run. Nee, es ist ein Top-Down-Shooter. Das heißt, wir sehen die Szene von oben und können in alle Richtungen feuern. Okay. Andere bekannte Vertreter des Genres. Also ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, Contra 2 habe ich Levels gesehen, die sahen so ähnlich aus. Ja. Gibt es da noch so in der Richtung? Ganz klar, Kommando ist ein Klassiker, Ikari Warriors, Shock Troopers fürs Neo Geo, das war auch eine Inspiration für das Spiel. Ja, das und viele weitere, okay. Und viele, viele weitere. Ja, wie lange arbeitest du an so einem Spiel? Die Grundversion dauert ungefähr ein halbes Jahr, aber bis sie in dem Zustand ist, wo sie sich jetzt befinden, braucht es ungefähr ein Jahr. Also mit all den Updates, die nachgeliefert werden. Auch Content-Updates. Beispielsweise für 1917 hatten wir zu Beginn nur 5 Levels. Und jetzt haben wir noch 3 Levels hinzugefügt, plus noch 3 weitere Flieger. Also wir pflegen auch die Spiele immer weiter. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass für so ein Indie-Projekt, ne, denke ich mal, ist es ja auch dann doch ein langfristiger Support gedacht ist. Auf was für Plattformen veröffentlicht ihr und wie komme ich daran? Ja, also aktuell gibt es das Spiel für Windows auf Steam. Es gibt aber zurzeit Planungen, es auch noch für Nintendo und Sony-Konsolen zu portieren. Sehr gut. Und wie ist so die Resonanz der Leute hier? Ja, gut. Also die Leute zocken es, wie man hier sehen kann. Manche finden es schwer, aber die sind einfach nichts mehr gewohnt. Für welche Altersklasse ist das gedacht? Frei durch die Bank eigentlich. Da gab es ja keine USK, die man angeklopft hat. Nee, gibt's ja sowieso, das ist nur für physischen Verkauf notwendig. Ach so, interessant. Sobald man Spiele auf Steam verkauft, braucht es keine USK-Freigabe. Okay, ja, dann danke ich vielmals für deine Zeit und vielleicht magst du uns zum Schluss noch sagen, wo wir dich online finden können. Also Steam habe ich jetzt gehört, vielleicht gibt es auch irgendwie Facebook-Auftritte und Internetseite. Ja, genau. Andrade Games auf Facebook, auf Twitter sind wir unterwegs, also da kriegt man eigentlich die meisten Sachen mit. Alles klar, danke für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar, tschüss. Hier auf der zweiten Luxor Fantastic, da gibt es nicht nur Comiczeichner und Comics, da gibt es nicht nur ganz viele Leute, die hier auch ihre selbst mitgebrachten und ewig gesammelten Figuren ausstellen. Es gibt auch Leute, die machen diverse Figuren selbst. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Lukas von Goodleg Toys aus Berlin. Und wir haben uns irgendwann gedacht, dass es doch irgendwie langweilig ist, immer nur Sachen auf Flohmärkten zu sammeln und an sich nur um des Sammelns willen auch irgendwann ad absurdum ist und man doch das Ganze mal ein Level höher schalten könnte und seine eigenen Kreationen in Kunstharz abgießt. Mhm. Und genau das machen wir. Wir machen limitierte Kunstharz-Actionfiguren. Und bei diesen Figuren geschieht tatsächlich alles in Handarbeit. Sprich vom Modellieren des Prototypen über das Einformen in Silikon, das Abgießen in Kunstharz, das schließliche Ausformen, Anmalen und die Verpackung. Also wir ziehen selbst unsere Blister in Handarbeit selbst.
das komplette Programm. Und das klingt auch nicht mehr so, als wäre es nur noch ein Hobby, oder? Das ist es in der Tat nicht. Also wir haben natürlich anfangs das eher als ein Hobby betrachtet, aber es hat dann doch besser funktioniert, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Insbesondere in den USA, da sind unsere Figuren auch ein Renner, kann man fast schon sagen. Also da hat man dann auch so ein bisschen Exotenstatus, wobei jetzt da diese Resin-Toy-Szene wesentlich größer ist als hier in Deutschland. Und ja, es lief gut und so haben wir das dann, man kann sagen, als Hauptgewerbe. Sowohl für mich, Lukas, als auch für meinen Partner Pablo ist das mittlerweile so der Löwenanteil unseres monatlichen Einkommens, was darüber zusammenkommt. Ich sehe hier ganz viele verschiedenste Sachen in verschiedensten Größen. Vielleicht gehen wir gleich mal kurz das Portfolio durch, zumindest grob. Was ist das denn eigentlich, vielleicht für Leute, die sich ein bisschen auskennen? Welche Größen haben wir denn da? Was ist denn das Figuren, die ich mir hinstelle? Sind das Figuren, die ich meinem kleinen Jungen schenke? Ja. Was ist das denn? Genau, also das ist es nicht. Es richtet sich schon an den erwachsenen Sammler und weniger an die Kinder. Also das Material ist wesentlich fragiler als jetzt dieses Industrieplastik, wie wir es alle kennen aus den Toys R Us und Otto-Katalogen. Es ist fragil, wenn es hinfällt, sagen wir jetzt auf einen Meter Höhe, dann kann das auch schon mal zerbrechen. Deswegen ist es ausschließlich für den großen Sammler gedacht. Vom Design, vom Look und von den Größen orientiert sich das natürlich an den Sachen, mit denen wir groß geworden sind, so 80er, 90er Jahre Toys, sprich G.I. Joe, Star Wars Größe, 3¾ Inch, aber auch so 5,5 Inch Größe, so wie He-Man oder ein bisschen kleiner, 4,5 Inch, so wie Turtles. So, und die Designs gehen natürlich auch schon sehr in die Richtung, allerdings erwachsen geworden. Also es richtet sich schon eher an die erwachsenen Kinder, die in den 80ern und 90ern dann auch mal, ja, damals Kind waren und mittlerweile alte Herren sind oder auch Damen. Und wenn ich hier so drüber schaue, was mich da so erwartet, also von Captain Berlin, den ich wiedererkannt habe, wurde auch noch hier Nekromantik, ja auch von Rainer Engel. Was haben wir denn hier noch so? Das sind ja wahrscheinlich alle Selbstkreationen, oder? Also es sind teilweise Selbstkreationen, teilweise sind es auch wirklich lizenzierte B-Movie-Figuren. Wir haben hier beispielsweise 12 Nazis Must Die, das ist dieser Trash-Film von Troma, Troma die Distro in den 80ern. Dann Deathgasm, das ist ein aktueller, relativ aktueller Horrorfilm von vor 3 Jahren. Dazu hatten wir Figuren gemacht. Zu Nekromantik, genau, von Jörg Buttgereit, dieser Genrefilm, ebenfalls aus den 80er Jahren. Das sind tatsächlich lizenzierte Figuren, der Captain Berlin auch. Da handeln wir dann so Deals aus mit den Leuten selbst. Wir sind natürlich jetzt nicht dazu imstande, den von diesen Figuren, die schon recht hochpreisig sind, aber so wie ich das gerade erklärt habe, dadurch, dass alles in Handarbeit geschieht, ist es wahnsinnig schweißtreibend. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, hey, komm, wir machen da 50-50, weil wir dann an dem Kram nichts mehr verdienen würden, so, und dann würde sich das für uns nicht rechnen. Also genau, und dazu kommt dann unsere Eigenkreation, wie beispielsweise dieser wunderschöne Donald Dump, den wir dann anlässlich der Präsidentenwahl in Amerika gemacht haben. Also diese Ente, dessen Gehirn, wir hatten erst eine Figur, dessen Gehirn hatte dann so seine 7 Sachen gepackt und so einen Beutel auf dem Rücken, wo dann die 7 Sachen drin waren. Das Gehirn, was dann so seinen alten Wirt hinter sich ließ. Und jetzt die zweite Edition, die wir dann gemacht haben, nachdem er wirklich Präsident geworden ist, da liegt das Gehirn dann neben dieser Ente, neben dem Donald Dump im Sarg mit der Amerika-Fahne zu Füßen. Super geil. Und das heißt ja dann, ihr macht euch dann auch kreativ Gedanken. Vielleicht kannst du uns mal kurz abreißen, wie dann so eine Figur entsteht, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Idee habt, hier so einen Donald Dump zu machen. Also wir fangen, das werden wir tatsächlich oft gefragt, ob die Figuren erst auch am Reißbrett entstehen, ob wir da jetzt irgendwie schon oder 3D-Modelle am Rechner erstellen. Wir machen es tatsächlich direkt, gehen wir in die Materie. Wir nehmen unsere Modelliermasse und fangen an zu scalpen. Wir haben die Idee meistens im Kopf. Orientieren uns jetzt natürlich bei diesen Filmsachen, da haben wir dann oft Movie-Stills von den Regisseuren oder von den Produzenten, die uns dann so Stills, also einzelne Bilder zu den Figuren schicken, die in dem Film vorkommen, wonach wir das dann natürlich modellieren. Und ja, es wird dann in Modelliermasse, wird der Prototyp erstellt, der kommt dann in den Ofen, wird gebacken und dieser Prototyp wird dann eingeformt in Silikon und mit dieser Silikonform können wir dann Replikate von diesen Prototypen anfertigen. Und ich als Laie erkenne ich auch sehr viele Details. Wie habt ihr das denn gelernt? War das Learning by Doing oder habt ihr da irgendwie, seid ihr gelernte Bildhauer? Also mein Partner Pablo ist studierter Künstler, also der hat Kunst tatsächlich auch studiert. Und ich bin da Autodidakt, also ich habe mir diese Sculpting-Sachen dann wirklich selber beigebracht. Also wir haben anfangs haben wir auch viel Bootleg-Kram gemacht. So unsere ersten Figuren mit, das waren einfach Mashups von WWF Hasbro-Figuren und Masters of the Universe-Figuren andererseits, wo wir die einfach nur neu kombiniert haben, eingeformt haben und daraus dann unsere Serien gemacht haben. So, und also das war so dieses erste Jahr und in diesem ersten Jahr habe dann ich auch Skalpen gelernt und mittlerweile ist es so, dass wir halt wirklich allen Scheiß größtenteils selbst skalpen. Hin und wieder kann es natürlich schon mal vorkommen, dass wir hier und da ein Element
klauen, sagen wir mal recyceln. Ja. Aber im Großen und Ganzen legen wir mittlerweile schon sehr viel Wert darauf, sodass es eigenständige Kreationen sind. Hast du denn so einen persönlichen Liebling, auch wenn er vielleicht heute hier nicht ausgestellt ist? Ja, der persönliche Liebling ist unter Umständen immer das, woran man gerade arbeitet. Aber jetzt, wenn ich hier drauf gucke, ist, glaube ich, der persönliche Liebling das Necromantik-Set und der Räuber Hotzenplotz. Aha. Der Räuber Hotzenplotz, auch natürlich ein Kindheitsheld, mit dem eigentlich alle 80er-Kinder, tatsächlich auch schon die 70er-Jahre und 60er-Jahre-Kinder teilweise auch schon mit groß geworden sind. Wo es aber nie eine Actionfigur zugegeben hat. Und ein persönlicher Liebling noch, der steht allerdings hier hinten, weil er schon verkauft ist. Das ist nämlich hier der Bud Spencer. Dazu hat es auch nie Actionfiguren gegeben. Bedauerlicherweise. Es gibt da so Büsten und sowas, aber auch alles Sachen, die jetzt nicht meinen Vorstellungen entsprachen. Und irgendwie gehörten für uns thematisch so dieser Wrestling-Hype und Bud Spencer, das war halt auch immer das, was so damals in der Glotze lief, was im Kopf bei uns schon irgendwie mal miteinander verbunden war, sodass dann diese Bud Spencer-Figur auch sehr an diese Hasbro-Wrestling-Figuren der frühen 90er Jahre angelehnt ist. Insbesondere an den Big Boss Man. Also diese Bud Spencer-Figur, die leider nicht lizenziert ist, heißt dann auch Big Boss Buddy. Also es ist dann so ein Mashup. Anlehnung, ja. Ja, genau. Ja. Also das ist auch noch so ein persönliches Favorite von mir auf jeden Fall. Also es ist dann auch so ein Traum, den du dir erfüllst. Das sind Figuren, die du immer haben wolltest, die es nie gab. Aber wo es dann an dir auch ist, wirklich diese Sachen zunächst zu kreieren, damit sie überhaupt existieren. Du scheinst auch voll so in dieser Figurenszene drin zu stecken. Hast du denn zu Hause jetzt auch eine riesengroße Figurensammlung? Ja, also der andere Teil meiner Vergangenheit sozusagen liegt jetzt rechts daneben. Da sind so Vintage-Toys, die ich auch lange Zeit gesammelt habe. Aber jetzt gerade ist halt wirklich so dieser Handmade-Kram. So, man sammelt ja dann tatsächlich auch irgendwie sein eigenes Zeug. Das ist dann irgendwie interessanter. Aber natürlich bin ich auch nach wie vor noch so in diesem Sammelding drin. Sammle auch selber immer noch spezielle Figuren. Ansonsten handle ich nebenher auch noch mit diesen Vintage-Figuren. Also klar, ist man dem verhaftet. Also wenn man selber Figuren macht, dann muss man natürlich auch Zeit mit der Nase in diesem Dampf hängen, um das in diesem Geiste erschaffen zu können. Ein bisschen Krebs muss sein. Ein bisschen Krebs muss sein, ja. Also Kinder, don't try this at home, dieses Kunstharz, was wir verwenden. Ihr könnt das gerne machen, aber zieht euch Schutzkleidung an. Ja, danke schön für deine Zeit. Vielleicht magst du am Ende noch sagen, wo wir das finden können, wo wir euch live treffen können. Gibt es irgendwo einen Shop? Ja, also wir sind, wie gesagt, in Berlin, haben da ein Studio. Also man kann uns finden auf Facebook, Instagram, Twitter, auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr in Berlin sein solltet und mal so einen Studiobesuch machen wollt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schicken oder auch eine E-Mail. Ansonsten unser Shop ist goodlegtoys.storeenvy.com. Und unsere Homepage ist goodlegtoys.de. Eigentlich goodlegtoys.de reicht, da findet man dann auch alle Unterseiten. Werden wir verlinken, kann man gar nicht übersehen. Alles in Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg. Ciao. Ich danke auch, viel Spaß noch. Der nächste Herr hier in der Runde, der uns für ein Interview zur Verfügung steht, der betreibt etwas auf einer wirklich sehr professionellen Ebene, was uns vor einiger Zeit schon mal der Flo vorgestellt hat. Es geht um diese Bügelperlen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Bartosch, auch bekannt als Breadstone. Hi, du hast hier einen riesen Tisch und hier sind ganz viele von diesen gebügelten Motiven. Was genau ist das denn hier vor mir? Also im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, Bügelperlen. Ich konzentriere mich größtenteils auf alles Mögliche, was nerdy und geeky ist, Videospiele, Anime, Serien und Filme. Und habe damit vor ein paar Jahren angefangen, einfach so aus Jux, weil ich erst vor ein paar Jahren diese Bügelperlen überhaupt entdeckt habe. Im Gegensatz zu dem Rest von Deutschland, so wie es aussieht, die das wohl schon in der Kindheit gemacht haben. Meine Großmutter hatte so einen Tee-Untersetzer, aber das war auch in der DDR damals noch. Das ist also, ich weiß nicht, wie modern das war. Was haben wir denn hier vor uns liegen? Vielleicht kannst du mal so 3-4 Sachen rauspicken und uns mal so grob erklären, was das eigentlich ist. Sind das jetzt hier alles Untersetzer? Sind das Sachen, die ich mal an die Wand hänge? Was ist das? Also ja, ich habe einige Untersetzer, zum Beispiel Super Mario-Untersetzer und Pokebälle, die man als Untersetzer benutzen kann. Darüber hinaus habe ich schlicht und einfach Dekoration, also Deko-Sachen. Das können kleinere Overwatch-Figuren sein. Ryu, der gerade einen Hadouken wirft. Siegel von einzelnen Häusern aus Game of Thrones. Und ich habe schon einige Sachen, die direkt eingerahmt sind. Das können zum Beispiel ein Porträt von Link aus Legend of Zelda oder halt ein galaktischer Stormtrooper. Und also thematisch bist du da ganz frei. Das heißt, ich könnte mir auch irgendwo irgendwas aussuchen oder hast du immer ein festes Portfolio? Wie läuft das, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock hätte auf irgendeinen besonderen Superman?
Also auf irgendeinen besonderen Superman. Grundsätzlich mache ich das so, dass mir Leute eine Idee geben, wie zum Beispiel bei dir, ich will einen Superman haben und ich suche eine Palette von verschiedenen Vorlagen raus aus meiner Datenbank, die ich auf Pinterest habe, schicke sie der Person zu und entweder gefällt der Person etwas und dann ist man direkt auf dem grünen Zweig oder ich suche weiter. Deswegen, ich habe bislang ungefähr eine Datenbank von ca. 2000 Vorlagen aus allen möglichen Bereichen. Insofern, die Möglichkeiten sind halt fast unendlich. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Wir sind ja ein Hobby-Podcast, geht bei uns also viel um Hobbys. Ist das für dich noch Hobby oder ist das schon irgendwie auf einem professionellen, selbstständigen Level? Ich habe jetzt vor kurzer Zeit einen Etsy-Shop eröffnet, aber an sich gesehen ist es vollkommen eine Hobby-Sache. Hier so Messen aus der Region, wie jetzt das Luxor Fantastic, das nehme ich dann natürlich mit. Ich bin jetzt selbst aus Mannheim gerade. Aber ansonsten groß hin und her fahren in Deutschland und auf verschiedene Messen gehen, da ist halt nicht die Zeit da und da sind auch nicht die Ressourcen da, weil es schon abhängig davon, was das Motiv ist, schon wirklich lange dauern kann. Das geht dann teilweise von, ich sag mal, kleinen Sachen, 10 bis 15 Minuten bis 1, 2, 3 Stunden. Oder halt ein Auftrag, den ich schon mal hatte von einem Pärchen, die was fürs Schlafzimmer haben wollten. Das war dann mal eben 2 Meter mal 35 okay. In 4 Teilen, a 50 mal 35. Das hat mich dann 1,5 Monate gekostet. Okay, da haben wir also auch mal eine Vorstellung davon, wie lange die einzelnen Sachen brauchen. Jetzt hier so speziell meinetwegen dieser Stormtrooper-Helm, der bunte, wie lange ist der, um da mal eine Zeitverständnis zu haben, der hat ungefähr eine Größe von A4, relativ viele Details, weiß ich, würde ich behaupten, allein schon aufgrund der Farben. Wie lange brauchst du dafür? Bei dem würde ich sagen, 1 Stunde bis maximum 1,5. Es ist teilweise schwer abzuschätzen, weil ich halt nebenbei Serien gucke und die einfach im Hintergrund durchlaufen. Und wie du schon gerade gesagt hast, der Stormtrooper ist eher detailliert. Davon hängt es dann auch natürlich ab, wie oft ich Farben wechseln muss und ähnliches. Also es ist ein grober Rahmen für so ein etwas größer als DIN A4, bisschen aufwendiger, locker 1 Stunde auf jeden Fall. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass man dich auch auf YouTube finden kann. Was ist das denn? Ja, also ich mache jetzt seit gut 6 Jahren habe ich eine kleine Produktionsgruppe auf YouTube unter Victory Road. Ich produziere Podcasts, beziehungsweise mittlerweile nur noch einen, der sich größtenteils auf Gaming und Filme spezialisiert. Ansonsten schreibe und produziere ich eine Shadowrun Pen Paper Serie, die jetzt demnächst in die 6. Staffel geht, 2. Story Arc. Und darüber hinaus experimentieren wir und schauen, was uns so gefällt. Klingt auf jeden Fall nerdig und geekig, da bin ich mal gespannt. Verlinken wir auch in den Shownotes, sodass man das nicht übersehen kann. Vielleicht magst du am Ende noch sagen, wo man deinen Shop und dich vielleicht auch auf Facebook und Twitter finden kann. Also grundsätzlich, die einfachste Art, mit mir in Verbindung zu kommen, ist schlicht und einfach über meine E-Mail-Adresse. Das wäre breadstone, also Brotstein auf Englisch, @gmx.de. Oder sucht einfach beim Online-Shop Etsy, der halt auf Künstler ausgelegt ist, nach Beats by Brad. Also im Endeffekt übersetzt Perlen von Brot. Alles klar, kriegen wir hin. Dann vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg heute noch. Dankeschön. Ciao. Schönen Tag noch. Wir sind hier immer noch auf der Luxor Fantastic Numero 2. Und wir sind hier auf einen alten Bekannten getroffen, mit dem wir uns schon mehrere Bierchen gegeben haben. Und aus genau dem Grund gab es jetzt auch ein neues. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du nochmal? Josh vom Dantes Verlag. Ah, Josh, wie geht's? Gut soweit, ja. Hier für dich heute Heimspiel, oder? Sozusagen, ja. Also ich war auch schon beim ersten Mal mit dabei und ja, heute geht's in die 2. Runde. Und ich sehe schon hier, du hast immer ordentlich aufgebohrt. Es gibt wieder eine Menge tolle neue Sachen. Ich werde mir gleich auch den 2. Band von Gravel mitnehmen. Was erwartet mich? gewaltvolle Action mit dem Kampfmagier natürlich. Supergeil. Ansonsten muss man sagen, dass Mike Wulfer weiter mitschreibt wie in der 3. Episode vom 1. Band. Und das tut der Geschichte auf jeden Fall sehr gut. Bin ich gespannt. Der letzte Drittel war wahrscheinlich auch wirklich, der letzte Teil war der beste im 1. Sehr brutal. Wie läuft's mit Usagi? Usagi, muss ich sagen, ist bis jetzt der beste, der bestverkaufte Titel sozusagen. Ja, und heute auch exklusiv der Turtles Band, der erst im November in den Handel kommt, hier zu haben. Ohlala. Von wem wird er geschrieben? Von Stan Sakai, der auch Usagi Yojimbo schreibt. Also die Turtles sind praktisch zu Gast bei Usagi und verhindern den Untergang Japans, um es kurz zu sagen.
nichts anderes als epische Sachen habe ich hier erwartet. Fantastisch. Ja, so geil, Turtles Saga, kann ich das lesen, ohne vorher was von Usagi gelesen zu haben? Ja, kannst du. Du kannst direkt einsteigen. Und ja, das ist ein relativ kurzer One-Shot, sage ich mal. Aber es ist ein schöner Einblick in die Welt von Usagi und die Turtles bringen da natürlich auch humorvolle Abwechslungen mit rein. Ja, dann wird er, glaube ich, heute auch noch in meine Tasche wandeln. Ja, und Nummer 3 im Programm war ja Slane. Da habe ich jetzt hier 2 Bücher vor mir. Wie sieht's da aus? Ist da der brachiale Enderfolg schon eingeschlagen? Bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Aber ich denke, wenn weiter produziert wird, dann wird sich das auch mit der Zeit einstellen. Ich denke aber, die meisten Leute warten auf die farbigen Bände von Simon Beisley und Glenn Fabry und so weiter. Da sind wir auch gespannt, aber man muss ja bei deinem Verlag einfach festhalten, dass egal welche Rezension man irgendwo im Internet findet, dass die alle durchgängig positiv sind. Ich habe noch niemanden gefunden, der irgendwie rumnörgelt, und nörgeln, das können Comic-Fans gelegentlich ganz gut. Also dafür auch weiterhin erstmal viel Erfolg. Was ist das Nächste, was uns erwartet? Also jetzt gibt es natürlich erstmal weiter von den 3 Serien, die ich rausbringe, die Fortsetzung. Und danach, also wenn zumindest die ersten Usagi-Bände wieder aufgelegt sind, dann gibt es dann auch so Specials wie Space Usagi oder auch Usagi Senso. Da freuen wir uns drauf. Josh, vielen Dank für deine Zeit. Ciao, viel Erfolg. Gerne, vielen Dank auch. Ja, soll ich sagen, nächstes Interview, neues Glück. aber nicht mit irgendwem, sondern mit jemandem, den ich auf der Frankfurter Comic Convention schon mal kurz kennenlernen durfte und der auch sowas wie der Stammzeichner oder einer der Stammzeichner von einem meiner Lieblingsverlage, Plam Plam Productions, ist. Vor mir liegt ganz viel Riot, ein bisschen Shark Farmer, ein bisschen Trachtman und ein super geheimes Variant-Cover für die neueste Ausgabe von Metahumans. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Marc Blinn. Moin Marc, was geht? Wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Läuft ganz gut. Bist du hier aus der Gegend? Wie verschlägt sich hier, ja? Ich bin aus Landau. Das ist so, oh je, wie weit von Bensheim weg? Circa eine Stunde mit dem Auto. Ja. Und auch das erste Mal hier. Früher warst du noch nicht hier, ne? Nee, also wir sind jetzt dieses Mal das erste Mal hier. Das erste Mal haben wir verpennt. Aber ist cool. Also macht Spaß. Also es ist jetzt ganz schwierig für mich, dich vorzustellen, weil ich gefühlt über alles vom Portfolio von Plamplam schon mal ein bisschen länger gesprochen habe. Was wir noch gar nicht so genau gemacht haben, weil ich einfach noch nicht die Zeit gefunden habe, ist über Riot zu sprechen. Eine Serie, die jetzt ja auch mindestens mal 4 Ausgaben hat. Vielleicht kannst du uns Laien erklären, was Riot ist und was auch das Besondere an Riot ist. Riot ist so ein bisschen, ist eine Anti-Helden-Serie. Das ist wie Deadpool, Punisher, Wolverine, sowas in der Richtung. Ist vielleicht so vom Gewaltgrad her vielleicht so schon ein bisschen derber, als man jetzt ursprünglich eine Superheldengeschichte sieht. Da fliegt auch mal das ein oder andere Körperteil durch die Gegend, Blut spritzt hektoliterweise durch die Gegend. Eigentlich, also, aber wichtig ist eigentlich, dass es eine unterhaltsame Story sein muss. Es darf ein bisschen abgefahren sein. Ein bisschen locker flockig für zwischendurch und vielleicht nicht die schwerste Kost. Kannst du uns sagen, gibt es denn irgendwie eine grobe Überstory oder sind das alles einzelne unabhängige Geschichten? Wie ist das? Also ich versuche es eigentlich so zu halten, dass die Storys thematisch für ein Heft abgeschlossen sind. Die 5 wird jetzt in 2 Teile, der sich in der 6 fortsetzt, aber das soll eigentlich die Ausnahme bleiben. Es gibt aber Story-Elemente, die sich durchziehen. Das ganze Ding ist angesiedelt Ende der 70er. Und da im Rahmen vom Kalten Krieg gibt es halt vor dem Hintergrund von einem Superhelden-Universum, also Ost und West setzen Superhelden-Teams ein, ist so die Hintergrundhandlung, bei der es darum geht. Heft 4 kam als Variant-Cover, wie gesagt, zur German Comic-Con Germany. Tut mir leid, ich verwechsel die Reihenfolge immer. Gibt's jetzt, ist 5, Ausgabe 5 schon in Planung? Also die 5 ist jetzt zeichnerisch im Kasten. Ich bin jetzt dran, noch was für, was dieses Jahr noch von Riot erscheint, für das Weihnachtsspecial noch eine 5-Seite zu kolorieren,
Variant-Cover-mäßig bin ich noch ein bisschen am Austüfteln, ob wir was für die 5 machen und was da kommt. Da ist allerdings im Moment noch zu früh, um irgendwas Konkretes zu sagen. Es sind Gerüchte aufgetaucht, dass es bei Plamplam rein theoretisch ja auch denkbar wäre, dass es ein Crossover verschiedenster Serien geben könnte. Blinzel mal, falls da eventuell was dran ist. Alles klar, vielen Dank. Da wissen wir Bescheid und freuen uns vor allem schon drauf. Dann wünschen wir dir vor allem noch verdammt viel Erfolg und freuen uns tierisch auf alle folgenden Ausgaben. Ich habe mir gerade gedacht, mein zweimal gerade mitgenommen, weil den hatte ich ausnahmsweise noch nicht. Und warte natürlich hier noch auf meine Zeichnung, die du uns anfertigen wirst. Vielen Dank, ciao. Tschüss. Einer der vielen hier vertretenen Künstler auf der Luxor Fantastic 2 ist ein Herr, der unter anderem auch in U-Comics zu sehen war und aktuell auch ein paar Geschichten parat hält. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Bernardo Maldonado Morales. Ja, ich bin Comiczeichner und bei U-Comics habe ich auch ein paar Sachen publiziert gehabt. Ja. Was sind das für Sachen? Also was für eine Stilrichtung bedienst du da? Ich bin eher mit Funnies und US-Comics aufgewachsen. Ich mag eher die älteren Sachen, Marvel und die Superhelden-Sachen, eher vom schillerischen, zeichnerischen her. Aber ich bin auch mit den franco-belgischen Funken und Asterix natürlich aufgewachsen, ja. in Deutschland und Europa, ja. Und du selbst, was für thematische Sachen machst du? Also welche Richtung geht das bei dir? Meine Sachen sind eher, also meine Nische ist eher die alternative Comics-Schiene, so im eher Richtung Underground-Comics oder das, was auch daraus entstanden ist, die alternative Comics. Mhm. In der Hinsicht, ich gucke eben natürlich auf die US-amerikanischen alternativen Comics, das heißt diese Mini-Comics, und daran halte ich mich eigentlich. Ich mag zwar auch andere Sachen, ältere Sachen, aber ich bin eher in diese Nische, da fühle ich mich wohl, okay, zu Hause, ja. Das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal, dass du hier auf der Luxor Fantastic bist. Im Frühjahr, im März war ja auch die erste Ausgabe gewesen. Was präsentierst du uns denn hier? Was kann man sich von dir gegebenenfalls mitnehmen und anschauen? Also hier habe ich eine Ausgabe von U-Comics. Das sind meine letzten 7 Seiten, die ich da jetzt veröffentlicht bekommen habe. Danke an Steffen Mosch jetzt von hier aus. Der hat mich dann übers Internet halt kontaktiert und mir vorgeschlagen, da was einzureichen. Ansonsten, normalerweise hätte ich meine Mini-Comics dabei, die habe ich leider zufällig nicht mitgenommen, aber ein paar Kopien und Sachen habe ich mitgebracht zum Anschauen, ja. Sehr gut. Du hast gemeint, diese 7 Seiten, das erzählt irgendwie die Geschichte deines Vaters, eine Geschichte, die dein Vater erzählt hat. Was ist das denn, inhaltlich? Geht es darum, dass ich... ich habe von meinem Vater, der hat mir eine Geschichte erzählt, die er erlebt hatte. In Chile, ich bin Chilene, in Chile geboren, in England aufgewachsen und auch in Deutschland eine Zeit lang hier aufgewachsen. Mein Vater hat mir die Geschichte erzählt, dass in Chile, in Santiago, eine Radiostation mitbekommen hat, dass Radiosendewellen irgendwie ausgeschaltet und nicht mehr zu hören waren. Und dann haben sie nachgeforscht, wieso. Und es ging darum, dass in den älteren, ärmeren Stadtteilen und Vorstädten Leute dadurch, dass sie auch ihre eigene Radios aufgebaut haben, so Empfänger mit ganz einfachen Mitteln, so wie im Kriegszeiten in ein paar Kristallen, Nadeln und solche Sachen ein Empfänger gebaut werden kann. Da haben sie Empfänger gebaut und dann aus dem wollten sie einen besseren Empfang bekommen, haben dann Kupferdraht um etwas Größeres gewickelt. Ja. Dann haben sie halt, ohne es wirklich zu wissen, was da passieren kann, eine Neonröhre genommen.
und es hat dann geleuchtet. Das haben sie als Licht gehabt, benutzt, wurde dann verbreitet. In den ärmeren Gegenden gab es dann mehr Licht umsonst, weil es von den Radiowellen die Energie genommen hat. Und das hat dann erzeugt, dass die Radiostationen ihre Wellen nicht mehr, es wurde dann alles aufgesaugt und die Radioübertragungen wurden dann nicht mehr, fanden in manchen Gegenden nicht mehr statt. So. Mhm. Dann, ja. Das klingt sehr interessant, das hoffe ich. Also wir werden auf jeden Fall die U-Comics-Ausgabe mal mitnehmen, die du heute da hast. Seit wann zeichnest du denn schon? Also was hat dich zum Zeichnen gebracht? Auch wenn das jetzt ein bisschen eine allgemeine Frage ist, aber was ist so das, was hat dich da so reingetrieben in diese Szene? Also ich bin ja in Chile aufgewachsen und mit fünf, sechs, habe ich Condorito Comics in Chile gesehen oder chilenische Comics und die waren einfach sehr schön, die sind für mich immer noch sehr schön und die haben mich einfach, das hat Ping gemacht, sage ich mal so. Und es gab viel Zeit, bis ich mich irgendwie orientieren konnte und mit Mad Comics und verschiedenen Sachen bin ich dann einfach Schritt für Schritt weiter in meine Faszination und Gänsefüßchenbesessenheit. So. Ja. Und du selbst zeichnest dann zu Hause analog oder am Tablet digital oder wie läuft das bei dir? Ich bin rein analoge Zeichner. Ich koloriere zwar, ich habe das alles schon probiert digital. Das ist für mich ein bisschen fremdartig. Ich habe nicht das gleiche Gefühl, wie ich dann mit Pinsel und Stift auf Papier habe und Tusche. Und das funktioniert einfach bei mir, Gott sei Dank. Ich bin da viel mehr zufrieden als mit digital. Und ich bin immer froh, wenn ich dann ein Originalblatt habe, dass ich dann immer bestaunen kann, weil ich einfach nur Originalzeichnungen liebe. Und es ist für mich einfach sehr schön, so was Ähnliches, wie ich jetzt die Zeichnungen von älteren Zeichnern auf veraltetes gelbes Papier sehen kann und meine Arbeit etwas ähnlich wie das aussieht. Das ist für mich einfach sehr schön, ja. Also legst du auch viel Wert dann so auf die Haptik beim Comic, dass es dieses gelbe Papier ist, von dem du jetzt gesprochen hast. Also überhaupt analog dann auch präsentiert wird und nicht im Web. Ich lade öfters Sachen hoch im Internet. Ich benutze auch rein weiß gebleichtes Papier, so, aber das Gelbere ist manchmal schwer zu finden oder ich krieg nichts davon, so, dann nehme ich halt ein anderes oder die Mappen gibt es einfach nicht mehr, die Hefte. Dann nehme ich das, was ich finden kann. Manchmal zeichne ich auf verschiedene Farben, Farbpapieren, also Papiersorten. Aber allgemein ist es für mich einfach nur schön, das auf einem Blatt zu haben. So, ja. Einfach ein klassisches Comiczeichen sozusagen. Ja. Vielleicht nur kurz zum Schluss. Was ist so das Nächste, was wir von dir erwarten können? Worauf können wir uns freuen? Ich arbeite jetzt an einem Graphic Novel, also mehrere Kapitel von einem Buch. Ich arbeite schon längere Zeit daran. Ich hoffe, dass ich daran fertig sein werde. Ja, ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Aber ich will nicht aufgeben. Und ich arbeite eben noch an meinen eigenen kleinen Sachen hin und her. Und ich habe vor, jetzt Horror-Schock Magazin, Blechweiß-Comics, eine Horrorgeschichte zu machen. Dank an Andreas Butzbach für den Kontakt. Und natürlich auch Sven vom Fantastic Slow Mannheim. Mhm. Und allgemein dann meine eigenen Sachen sozusagen. Und für U-Comics, da wird auch noch was kommen im kommenden Jahr. Kannst du uns schon sagen, welches Thema deine Graphic Novel haben wird? So ein Schlagwort oder so? Ja. Also das ist eine Geschichte, die ein Eritrea-Sudaner geschrieben hat. Und es hat ein bisschen mit Migration und soziale Ebenen oder Entwicklung einer Figur, seinen Lebensweg und eigentlich eine interessante Geschichte. Mhm. Und sehr vielschichtig, so deshalb interessant für mich. Ja. Ein sehr aktuelles, auch ein Comic-aktuelles Thema, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Vielleicht sagst du zum Ende noch, wo wir dich vielleicht auch im Internet online finden können. Okay, ich bin auf Instagram,
P. Maldonado Morales oder P. Maldonado. Morales. Und auf Facebook, ich habe einen Blog, unfoldplus.blogspot.com, aber ich bin seit 2013 nicht mehr drauf gewesen. Deshalb benutze ich das nicht so oft. Bin eher auf Instagram zu finden, auf jeden Fall. Ja. Okay. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg noch. Ciao. Ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.